Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich ein kleines DM-Haul für euch oder einen kleinen DM-Haul für euch, denn vor 5 Minuten ist bei mir der Postbote ins Haus geflattert. Okay, der DHL-Bote übrigens, möchte ich auch nochmal sagen, ihr habt einen wahnsinnig stressigen Job, Leute. Ich finde es klasse, wie ihr das macht, bei den meisten jedenfalls immer nett, immer zuvorkommen. Hab da schon echt tolle Sachen erlebt. Danke dafür. So, dann als erstes ist da Füllkrusch drin. Den tue ich mal raus. Dann habe ich von Profissimo die Schwammtücher bestellt. Ja. 2 Pack. So sehen die aus. Also mein Mann findet einfach, die sind nicht so sterrig, ich hoffe jetzt ihr wisst, was sterrig heißt, nicht so hart, nicht so unflexibel. Also ja, ich hoffe ihr wisst, was ich meine. Dann habe ich mir 2 Haarkuren bestellt von Balea. Das ist die Haarmaske Intensive Pflege mit Vanilleduft und Mandelöl. Für beanspruchtes und geschädigtes Haar. So sieht die aus. Ich bin mal gespannt. Meine Haare haben die Balea Haarprodukte eigentlich nicht so gut vertragen. Aber ich habe ja vor ein paar Jahren die Pille abgesetzt, habe jetzt aber bin auf eine nicht hormonelle Verhütungsmethode umgestiegen. Und ja, ich weiß nicht, ob das damit was zu tun hatte. Hormone gehen komische Wege. Ja. Dann habe ich hier von Pantene Provi die Keratin Reconstruct Haarmaske. Repair and Care. Bin ich mal gespannt. Wer mich jetzt schon ein bisschen länger guckt, weiß, ich liebe Haarmasken. Leider. Dann habe ich hier nochmal Füllkrusch. Dann habe ich hier wieder ganz, ganz viele Masken. Die sind auch nochmal Masken. Das hier ist die Balea Tuchmaske Mind Free mit dem himmlischen Duft von Leichtigkeit. Die hatte ich schon mal. Die fand ich richtig gut. Riecht einfach wahnsinnig toll. Dann habe ich hier von Balea Tuchmaske Juicy Melon. Die riecht wunderbar nach Melone. Ich liebe diese Tuchmasken. Ja, ich denke, wenn man arbeitet, hat man dann abends auch einfach mal das Bedürfnis nach Entspannung. Mit so einer Tuchmaske kann ich halt nicht einfach durchs Haus hüpfen. Sondern da muss man sich dann zwangsweise mal ein paar Minuten für sich nehmen und schon allein dafür lohnt sich das total. Man tut seiner Haut was Gutes, man tut sich selbst was Gutes. Ich finde sowas toll. Dann hier habe ich hier von Balea die Aquatuchmaske, die hydratisiert. Die hatte ich auch schon, die finde ich gut. Dann hier nochmal die Uiuiui, die Milky Kokosmaske. Ich liebe ja Kokosduft. Aber ich liebe auch Vanilleduft und Zimtduft. Am allerliebsten Pistazie. Also, wenn es irgendwas mit Pistazie gibt oder mit grünem Apfel, dann immer her damit. Gibt es aber leider nicht so oft. Das letzte, was ich hatte noch im Sortiment bei mir zu Hause, war jetzt von dem Asam, die... Oh, wie heißt sie denn? Diese Body Lotion, die habe ich jetzt aber aufgebraucht, hatte noch eine im Backup. Emasa, bitte, bringt die wieder raus. Das ist von Honey. Das ist irgendwas Chinesisches oder Koreanisches, weiß ich nicht. Mishamaske, auf jeden Fall ist Honig drauf, also hoffe ich auch, dass Honig drin ist. Und ja, Honig ist ja sehr gut für die Haut. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass die in der Steinzeit sogar schon Honig genommen haben, um die Wunden zu desinfizieren.
wahnsinnig interessant. Also Honig ist auf jeden Fall sehr gut, auch wenn ihr aufgesprungene Lippen habt oder so. Nehmt euch ein bisschen Honig, streicht den euch auf die Lippen. Wirkt wirklich Wunder, wenn man nicht Nadine heißt und es dann vorher schon von den Lippen runtergelutscht hat. Bis ja, also sagen wir es mal so, bei mir hält das nicht sehr lange auf den Lippen. Dann habe ich hier ein Fußpeeling, Fußmaske mit sanften Peelingkörnern. Entfernt schonend abgestorbene Hautschüppchen bis zu 200% mehr Feuchtigkeit. Ich habe sehr, sehr trockene Füße, das ist von Shea Bands. Ich habe sehr, sehr trockene Füße, habe tatsächlich auch von jemandem eine Fußcreme, die hat sie aus der Apotheke, eine Fußcreme geschenkt bekommen, die super, super, super gut ist. Werde ich euch dann in meinem Aufgebraucht-Video zeigen. Ich habe die letzte jetzt weggeschmissen. Passiert mir leider immer noch manchmal, aber wenn ich die jetzige aufgebraucht habe, werde ich die euch definitiv vorstellen. Ist nicht ganz günstig, aber lohnt sich. Dann habe ich hier von Garnier Skin Active die Hautklar Anti-Pickel-Maske. Das ist jetzt so eine Crememaske. Aber ich tue die dann auch nicht ins ganze Gesicht. Ich tue die nur partiell auf die Stellen, wo ich es gerade brauche, weil ich finde es immer nicht so toll, wenn einem das Zeug in den Haaren hängt. Und in denen hier jedenfalls ist es bei Balea und Islana immer so, da ist weiße Tonerde mit drin und es sieht dann nicht so toll aus. Dann habe ich hier von Balea. Ja, Schande über mich, aber ich brauche die echt häufig, solche Augenpads noch, die ich super finde. Und dann nochmal von Balea die Q10 Augenpads. Ich glaube, ich habe die im letzten DM-Haul auch schon gekauft gehabt. Die sind aber mittlerweile bestimmt leer gegangen. Finde ich super. Oh, ich habe hier als nächstes von, oh, wie heißen die denn? Tracklemoon, glaube ich. Ja. Endless Summer. Meine schönsten Erinnerungen an den Sommer. Das ist ein Body Peeling. Boah. Boah, das riecht aber echt wie ein Tag am Strand, Leute. Ich kann es euch nur empfehlen. Richtig, richtig toll. Aber ich glaube, da gab es auch nur noch wenige oder nicht. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist es wieder so eine LE-Geschichte. Dann habe ich hier nochmal von Tracklemoon Rosemary Lemon Glow. Auch ein Body Peeling. Mir sind meine jetzt leer gegangen. Oh, das riecht sehr, sehr frisch. Nicht zu zitronig. Also nicht so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt von Kneipp, dieses Lebensfreude, also das riecht ja wirklich nach, ja, nimm zwei Zitrone, richtig toll. Das hier riecht, also man riecht den Rosmarin wirklich raus, was ich aber auch gut finde, ich mag Rosmarinduft. Dann habe ich hier von Balea Duschgel, oh Gott, Jungle Bronze, Duft nach Orangenblüten und weißen Pfirsich. So sieht das aus. Entschuldigt, wenn ich zitter. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig warm hier. Oh, das riecht sehr fruchtig, sehr angenehm. Mag ich richtig, richtig gerne. Und dann habe ich hier als letztes noch von Balea ein Duschgel. Warum auch immer die das jetzt in Folie eingepackt haben und das andere nicht. Vielleicht hatten die da irgendwelchen Struggle mit. Das ist auch zugeklebt. Okay. Vielleicht hatten die bei dieser Produktlinie irgendwie Probleme, dass der Deckel nicht zugeklebt, zugegangen ist richtig. Oder, ja, weiß nicht. Das ist das Balea Duschgel After Sun. Befreit von Sonnencreme-Rückständen, entfernt Rückstände von Chlor und Salzwasser mit Cooling Effekt. So schaut das aus. Jetzt bin ich mal wahnsinnig gespannt, wie das riecht. Oh.
Oh, es riecht süßlich. Oh, es riecht auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also, es riecht cremig, es riecht frisch, es riecht aber irgendwie auch süßlich. Ich mag den Duft sehr, 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 sehr gerne. Dann habe ich hier noch ein eingepacktes, nein, es sind zwei. Und da ist immer dekorative Kosmetik drin. Ich bin mal wahnsinnig gespannt, was es ist. Ich weiß es nämlich schon gar nicht mehr. Doch, ein Lipgloss, glaube ich, aber das andere weiß ich nicht mehr. Ah, ja. Also, hier habe ich einmal von BH Cosmetics. Ich liebe ja die Marke, sie kommt aus dem Sortiment, deswegen habe ich mir den nochmal geholt. Das ist so ein Plumping Lipgloss. Ja, ich mache den jetzt aber mal auf. Ah. So sieht er aus. Und dann habe ich hier noch von NYX die Color Correcting Palette. Da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf, die auszuprobieren. So, ihr Lieben, das war jetzt mein DM-Haul für den September 2022. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und bis nächste Woche. Tschüss.